sagen. Wir haben hier entspanntes, so leichtes vor sich hin zocken, gemütlich. Hagen backen zusammen und los. Das hätte gar nicht gut, das sieht das aus. Nächste Jahr sagt, genau richtig, Fronteinheiten durchtauschen und reparieren. So, da haben wir jetzt schon mal das erste Teil. Verlieren wir schnell. Dann brauchen wir jetzt hier noch die... Hubschrauberhaken, du musst die Hubschrauber einsetzen. Genau, im Ersten Weltkrieg. Ja. Ja, die natürlich waren wichtig, ja. Hm. Die kaiserlichen Kampfhubschrauber. Teil 10 ist auf dem anderen Blatt. Hm? Ah, die Ballone. Da ist noch einer. Den Transporter nach vorn, den brauchst du eh nicht mehr. Ich übersetze hier immer die Anweisung. Der Transporter blockt links die Kavallerie, die versucht uns von hinten einzunehmen. Die ich bemerkt habe, aber ignoriere. Ja, ein Panzer, 4 oder 5 Kavalleristen, ich hab's nicht so genau, ich war so, wie war das mit dem immer wieder reparieren? Was denn? Ich hab ja nix. Guck mal, jetzt die normale Infanterie. Na komm, das ist aber noch ein bisschen Schaden. Ja, nur einen. Also Infanterie gegen Panzer geht. Ja. Kavallerie. Ja, Jason Statham, Transporter, jawohl. Wobei ich glaube, war das der erste Teil, wo dieses Frauenzimmer da im Kofferraum und Chakalaka, die fand ich auch niedlich, die hatte so Sommersprossen und so. Die war echt niedlich. Ja. Kennst du Transporter mit Jason Statham? Nee. So ein Film. Der erste Teil ist echt gut. Er transportiert einfach Zeugs und fragt nie, was er transportiert. Also er möchte es nie wissen. Und irgendwann kriegt er halt einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und sagt, ey, fahr das Auto dann dahin. Und da im Kofferraum ist halt ein Päckchen mit roten Haaren. Ah, ja. Und aber das geht dann so aus, irgendwie war das der erste, wo er dann mit dem Mercedes auf den Zug springt, um dann ins Wasser, damit das Signal, was ihn in die Luft sprengt, irgendwie, also es war so ein bisschen, okay, ja. Gibt's auch Schmusi? Ja, nicht so richtig, also ja, immer so ein bisschen, aber nicht so richtig. Nicht so richtig, alle geht also noch. Ja. Der Nummer 3 war das, wo er mit dem Mercedes auf den Zug und dann ins Wasser und so, ja. War ja total unruhig. Sie erinnert mich irgendwie an Stirb langsam. Ja. Nee, Stirb langsam ist ja eine Real-Doku. Ach so, ja. Ja. The Transporter ist da fiktiver. Okay. Noch schlimmer finde ich, da muss ich zugeben, wie war das mit dem, wo er die Autobatterie dabei hat, um sich selbst immer wieder ein Dings, wie ist das, Crank oder wie war das? Um sich selber wieder ein Defi zu setzen oder ja, was? Ja. Okay. Irgendwie, weil er irgendwie, ich glaube, die Story ist ja eigentlich irrelevant, deswegen habe ich mir auch nicht gemerkt. Ich glaube, er hat kein Herz oder irgendwie so, also was? Ganz dubios. Er hat kein Herz, deswegen und deswegen hat er eine Autobatterie, ja. Ihr kennt abstruse Filme hier. Ja, aber offensichtlich, die geneigten Zuschauer kennen die auch, ja. Aber da ist die Story ist also wesentlich. Ja, Dennis, sie haben die Frontline weggeschossen. Ja, mach sie wieder zu. Ich hab nix. Außerdem sind wir im Angriffsmodus. Bau jetzt einfach endlich mal hier eine Schwere. So, kann man hier mal den da. Genau.
Du hast ja jetzt genügend Rohstoffe für eine Schwere. Ja, 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 ja. Was macht denn hier die... Flak. Erstmal die Flak wegflacken. So, das muss jetzt irgendwie rund werden. Soll ich sicher eine Schwere bauen? Oder was, was aushält? Gibt es eigentlich Panzer auf Seiten der Deutschen? Die hatten da auch mal sowas. Außer diesem fusseligen Spielpanzer gibt es nichts mehr. Nee. Schwere? Schwere. Und von dem übrig gebliebenen Geld nimmst du noch Elite. Wir haben noch 5 übrig. Ja, also. Ich hätte gerne von der roten Gewinnpalette und für den Hagen das Café-Service. Die mittlere ist tot. Ich tue so, als hätte ich es nicht gehört. Da ist ein Flieger und der geht direkt auf die mittlere. Und wir haben nichts, was den Flieger angreifen kann in der Nähe. Hast du mal mehr Elite gebaut? Was hast du eigentlich im Hauptquartier zum Reparieren? Nichts. Versuch was wert. Manchmal vergisst du das, dass du da was hast. Ja, es mag ja sein, aber ich habe einfach nichts mehr irgendwo. Wir haben alles in der Schlacht. Ich habe ja versucht zu reparieren, aber die Einheiten sterben schneller, als dass ich sie hinterziehen kann. Ich beruhige mich ja damit. Bisher immer, egal wie übel es ausgesehen hat, hat der Hagen das dann wieder hingekriegt. Also, Hagen, ich zähle auf dich. Ich esse mal ein Cola-Fläschchen. Der Martin erwähnt bloß, dass offensichtlich beim Krieg auch Einheiten sterben. Ja, aber... Warum denn die eigenen? Das sieht schon nicht so gut aus. Ich definiere das jetzt als rund hier. So. Und dann... Immerhin, ein Panzer ist weg. Hat auch nur 2 Einheiten gefressen, glaube ich. Ja, dann. Hier, Hoflich sagt, perfekt gemacht, Hagen. Oh, der Weltfrieden ist auch wieder da. Also, hallo Weltfrieden. Und Hoflich sagt, wir sollen mehr Schützengräben ausheben. Wir könnten auch Pioniere bauen. Und das war jetzt unschön. Du hast gesagt, greif mit der Elite an. Ja, ich habe nicht gesagt, dass du sie zu Brei schießen lassen sollst. Wie soll ich es denn sonst machen? Der hat einen Flieger da, die stationäre kommt nicht in die Nähe. Kann mit meinen Fliegern, aber da drunter stehen 2 mobile Flak. Dennis, ich glaube, das wird heute eine etwas kürzere Session. Oder länger. Dann musst du es nämlich nochmal probieren. Wir gehen hier nicht ohne Sieg vom Feld. Wir werden auch nicht gehen, wir werden kriechen. Krabbeln.
Deswegen heißt es doch auch Krieg. Es ist noch viel zu früh für so fiese Witze. Außerdem haben wir heute Nacht eine Stunde mehr, Hagen. Hier wird schon ganz schwummerig. Der Kühlschrank ist gefüllt mit Energy Drinks, Hagen. Nexia erwähnt bloß auch, dass das ein Reißer war. Boah, war der flach. Du sollst mal ein Captains Zitat aus der Enterprise bezüglich Optimismus bringen, bitte. Bezüglich Optimismus? Ja, irgendwas. Die sagen doch auch immer irgendwas. Optimistisches. Nein, ich würde jetzt einfach mal sagen, versuch es nicht, tu es. Ach so. Das ist aber aus dem anderen Universum. Ja. Da kommt aber her, lass den Wookie gewinnen. Ja. Ja. Das liegt am Joystick, sagt Premorior. Mhm. Pach, pa, pach, pä. War das Hallo? Das war Sein oder Nichtsein. So, denk so, dort das, dran, ja, ja. Man versteht Shakespeare erst, wenn man ihn im klingonischen Original gelesen hat. Ansonsten kann ich nur fluchen auf Klingonisch. Ich habe oben noch die Sprachlehrkassetten. Ich habe gerade vorhin das Bücherregal mal wieder umgeräumt. Ich habe sogar zwei Sprachlehrkassetten. Um den Flieger. Siehst du das? Ja. Das ist sein Flieger. Und hat direkt drumherum Pop gemacht. Einmal dieses Maschinengewehr eingeschaltet und im Kreis geflogen. Ja. Denke mal dran, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Das war das Lao Tse oder wer war das? War doch irgendein Chinese war das doch, oder? Das sind immer irgendwelche Chinesen. Oder war es? Das haben wir aber wirklich alles aus der Abwertungs-Dingsi. Du hast nichts zu Griechenland gesagt. Ich hab's extra nicht vorgelesen. So, und das soll jetzt irgendwie. Das soll angeblich. So ungefähr. Ich muss jetzt die Schwere wegziehen, sonst wäre die mittlere tot. Eine sehr unangenehme Situation. Das wäre hässlich. Was? Ups, ist ja wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Guckt hin und sagt ups. Ich brauche feineres Feinmechaniker. Ich will die Elite retten und ziehe deswegen, habe ich ja eine Kavallerie vorgezogen. Mhm. Der Effekt ist, die Elite ist zwei Felder näher an dem Headquarter und die Kavallerie und die Elite bestehen beiden aus eins. Okay. Nur, dass die Kavallerie noch an der Frontreihe steht. Keine Chance. Die hat aber blub gemacht. Ja, aber Kavallerien brauchen wir hier nicht wirklich. Also, die Nein, aber ich habe ja keine Einheiten. Du bist gut. Es reicht ja, wenn du eine Fußtruppe ins Hauptquartier bringst. Du musst ja gar nicht alle Einheiten umbringen. Das mal ich versucht. Möchte kurz erwähnen, die Kavallerie aufgrund der Reichweite ist jetzt näher am Headquarter. Wisst ihr, ein Entlastungsangriff und dann direkt wieder zurück. So. Ja, links sieht's halt echt übel aus. Ach so, jetzt muss das andere ja da noch. Also das können wir erstmal beiseite. So, hier, da. Das da irgendwie drauf. Sieht ein bisschen aus wie ein Kondensator. Hab keine Lösung bisher für mein Problem. So, jetzt was wie wo?
Hier der, diese Tonne, die sieht ein bisschen aus wie Kondensator. Es hat was von Löten hier. Konfuzius sagte auch, ein Huhn ohne Beine kann nicht über die Straße gehen. Ja, aber die Frage ist ja, warum ist das Huhn über die Straße gegangen? Why did the chicken cross the road? Xanotakles sagt, der Plan ist gut, Hagen, lass sie näher kommen, dann müssen deine Truppen sterben nicht mehr meine Leute laufen. Auch nicht auf dem Rückweg. Ja. Weil es Beine hatte. Ja, genau, halt jetzt, bevor du Premiorios Antwort vorliest. Ja. Warum mögen wir Retro-Gaming? Weil wir es können. Ja. Retro können wir. Ja. Wie man leicht sieht. Ja. Jetzt der Flieger macht jetzt die nächste Kavallerie auf der Straße. Jawohl! Vier Büppelchen weggeballert. Von zwei Fliegern. Es wird auch so ein Schiff, Marke, puste mich nicht an, aber ich glaube, das hält. So, ich habe schon vier Teile, beim letzten Mal, wo ich an dem Modell gebastelt habe, habe ich sechs Teile geschafft. Und wir haben noch gar nicht so ganz so spät, also da haben wir noch eine Chance. Was, der Patrick wird im nächsten Monat mit 43 Opa? Na sowas. Dann... Wir gratulieren erst, wenn es soweit ist. Wir erwarten dann die Info beim nächsten Livestream. Aber dann mal toi toi toi, dass da alles gut geht. Genau, und damals war Retro noch modern. Außerdem ist ja Vintage is the new old. Es ist nicht alt, sondern Vintage. Was ist der Unterschied zwischen Retro und Vintage, Hagen? Nein, Retro ist im Stil ein etwas alten. Also es kann das Alte sein oder nur im Stil, Retro-Design. Vintage ist wirklich alt. Also wir beide, wir sind nicht... Wir sind Vintage. Wir sind Vintage. Wir sind original aus der Zeit. Und auch die meisten Sachen, die wir hier haben, sind ja original aus der Zeit. Und wir haben eigentlich so richtig Retro... sind die Sachen, die wir haben, nicht, weil auch die neuen Sachen sind ja nur neue Sachen für alte Sachen. Also müssten wir es eigentlich Vintage Play nennen, aber das versteht dann wieder keiner. Tja. Vintage klingt gebildeter, sagt Patrick, genau. Ich finde, Vintage klingt irgendwie wie so ein Deko-Objekt im Ausstattungsladen. So. Heute die Vintage Kloschüssel. Da greife ich nie zu. Das hört mich total ab, wenn jemand sagt Vintage. Wir sollen mal speichern, hieß es hier. Macht's das besser? Rentiert sich das? Naja, falls er abstürzt oder so. Falls mir die Gnade zuteil wird, meinst du? Genau, und hier wurde nächstes Jahr gesagt, wir sind shabby schick. So ein bisschen abgeranzt. Sagt man da auch so. Genau. Abgeranzt ist auch herrlich. Ja. So, da kommt jetzt Teil Nummer 11 und 12. Das sieht aus wie so eine das sieht so ein bisschen aus wie so eine Staffelage. Mal wieder rausfinden, wo Teil 11 und Teil 12 sind. Also 11 ist da. Ich kann mir das nie merken, welches Platz. Habe ich eigentlich unter einen Bombe hingezogen? Ach, da oben. Das ist 2. Also ist 11 hier links, dieses Teil. Das soll nicht ab. Das muss dranbleiben.
Zitte. Teil Nummer 11. Das Gute ist, dass er langsam mit der Artillerie auch in Reichweite fährt. Dass wir ihn abschießen können. Nee, dass er dann schießen kann. Ach so. Ja, ja. Dann geht's schneller. Mhm. Dann können wir schneller von vorne anfangen, meinst du? Wer außer mir glaubt noch, dass Hagen dieses Spiel noch gewinnen wird? Ich glaube, der Hagen muss jetzt einfach mal wieder explodieren, dass das Bild wackelt, dann hat er wieder mehr Biss für den Sieg. Hm. Rising Mikey hat eine technische Frage, Dennis, die du bitte beantwortest. Wollte schon die ganze Zeit fragen, welche Kamera wir für den Stream benutzen. Wir haben hier Camcorder am Start, also ist das ein Panasonic SD909 HDC. Habe ich zwei Stück davon. Sind schon 10 Jahre alt, aber funktionieren super. Haben eine schöne Linse und das Ganze haben wir eben an der Capture-Karte dran, beziehungsweise an zwei Capture-Karten, die das HDMI-Signal dann in den Rechner reinholen. Ja. Genau. Super VHS, so ähnlich. Hochlicht, fast. Was sagt Martin? Ich glaube daran, noch nie haben so wenige so viel erreicht. Hm. Genau, jetzt ist der richtige Moment für den Konami-Code. Das war doch irgendwie so ein Cheat-Code oder sowas, glaube ich. Hier wird nicht gecheatet. Ja. Das ist jetzt mal die Abwandlung von Patrick Hagen. Schafft es denn noch nie, haben so viele, so wenigen zu verdanken? Ja, Laserdisc war sowieso das beste System. Also... Ist nur Hagen wieder mit dem. Ich hatte vorhin schon gelästert, dass der Dennis mir immer aus irgendwelchen Gründen das coole Ghost-Glas genau. Das Ghost-Glas. Einfach, weil wir es können. Ja. Leib mir eure Ohren, ja. Gerade eben ging es noch. Ja, und ich wäre bei der Proviantversorgung eindeutig besser. Ja, glaub mir. Wobei die Lakritzchen-Tüte ist schon, der Dennis hat die mir das letzte Mal. Ich muss mal die Schale da wegstellen. Das geht nicht hier. Ja. Ich habe hinten auch noch so zwei Dosen. Farbe hellblau. Oh! Nein, ja, nein.